rötlich verschwommen, das Dach eines Karussells. In grellen Farben ein ramponierter Totenschädel. Eine Figur in blutbeflecktem Arztkittel mit grinsender Monstermaske sticht mit einem großen Messer in eine Puppe mit fratzenhaftem Gesicht. In Zeitlupe und dunklen Blautönen eine kleine Gestalt mit Kapuze von hinten. Sie geht über einen Jahrmarkt. Ein neongrüner Zombie. Ein Drachenkopf mit blinkenden Augen. Ein Spielzeugkarussell. Auf Pferden und anderen Tierfiguren sitzen kleine Puppen. Eine davon, ein kleiner Junge, hat die Arme gehoben. In dunklen Blautönen. Die kleine Gestalt mit Kapuze dreht sich um. Sie trägt ein Kostüm mit Totenkopf und Skelett und hält ein pochendes Herz hoch. In roter Schrift, Herzblut, ein Kluftinger-Krimi. Eine kauende Kuh auf einer Weide. Dahinter ein schlossähnliches Gebäude auf einem Hügel. Drinnen, Kluftinger mit seinem Vater und seiner Frau Erika. Und mit dem Herz ist alles wieder gut. Ich muss schon auf mich aufpassen. Das ist schon ein Glück, dass ich um die große OP rumgekommen bin. Ist alles super hier. Sogar das Personal, du. Ich habe ein Einzelzimmer gekriegt. Das sind wir auch beruhigt, gell, Butzele? Es ist gut, dass es dir gut geht, Vater. Herr Professor Dr. Steiner. Das ist der Arzt, der mich behandelt hat. Hervorragend. Herr Dr. Steiner, das ist mein Sohn. Ich habe ihm gerade von Ihren Fähigkeiten vorgeschwärmt. Freut mich. Mein Schwiegervater. Ihr Vater hat mir schon von Ihnen erzählt. Sie sind doch auch bei der Polizei wie Ihr Vater. Ja. Sie interessieren sich für unsere Angebote. Wann waren Sie denn das letzte Mal beim Checker? Das brauche ich nicht. Oh, in unserem Alter obligatorisch. Leiden Sie unter Herz-Kreislauf-Problemen? Enge Gefühle in der Brust? Schwindel? Bluthochdruck? Kluftinger schaut zu Erika, die nickt eifrig. Hochdruck, manchmal, ja. Das liegt in der Familie. Kommen Sie doch mal zum Checkup. Er gibt ihm seine Karte. Die Herzprobleme, die Ihr Vater hatte, können durchaus erblich sein. Und je früher man sowas erkennt, desto besser. Der Langhammer hat da auch schon mal angeboten. Ist denn das da ja so ein Checkup? Na, das zahlt Ihre Kasse. Wissen Sie was, wenn Sie Zeit haben, kommen Sie gleich mit. Ich schieb Sie einfach ein. Das ist sehr nett, aber ich muss los. Er muss zur Pressekonferenz. Wegen dem Taximord im Buchlohe. Sie werden sich. Kommissar Kluftinger und seine Frau fahren in ihrem Passat über eine schmale Landstraße. Ein Leichenwagen mit Lichthupe fährt dicht auf. Ist ja gut. An einer Abzweigung macht Kluftinger Platz. Der Leichenwagen zieht rechts an ihnen vorbei. Erika sieht ihren Mann an. Der zuckt mit den Achseln. Die beiden kommen nach Hause. Such dir schon mal deinen guten Anzug raus. Kluftinger schleppt zwei Träger Wasser über den Flur und hieft sie mühsam auf ein Gestell. Erschöpft stützt er sich auf eine Kommode, sein Gesicht glänzt schweißnass. Kluftinger blickt auf ein Foto von sich und Erika. Eine dicke Kakerlake kriecht über sein Gesicht auf dem Bild. Sie fällt rücklings auf die Kommode. Kluftinger beugt sich vor. Eine böse Harlekinsfratze grinst. Kluftinger taumelt nach hinten und stößt gegen etwas. Vor Schmerz verzieht er das Gesicht. Im Schlafzimmer. Geht's dir gut? Du bist so blass. Ganz verschwitzt. Du bist nervös. Das geht schon. Ja, vielleicht wäre eine Schonkostkur für dich auch eine gute Idee. Der Anzug spannt ganz schön. Außerdem, mir hätte jetzt auch gefallen, wenn da vorne rum ein bisschen weniger wäre. Sie umfasst von hinten seinen Bauch, dann richtet sie seinen Kragen. Na. Hinter seinem Haus kommt Kluftinger zum Altusrieder Bach. Müde stützt er sich auf ein Geländer und steigt ein paar Stufen herunter. Kluftinger taucht seine Hand ins Wasser und fährt sich damit über Gesicht und Nacken. Es blitzt rötlich auf. Kluftinger zieht Dr. Steiners Karte aus der Hemdtasche, nimmt sein Handy und setzt sich auf die Stufen. Braunes Laub schwimmt vorbei. Na, bitte, Dr. Steiner, bitte jetzt. Kluftinger hier, Junior. Herr Dr. Steiner, vielleicht könnten wir doch so einen Check-up machen. Also bald. Wegen meinem Herz. Ende. In einer Turnhalle. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Richard Meyer, ich bin der stellvertretende Pressesprecher. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und darf Sie ganz herzlich hier in unserer Polizeisporthalle willkommen heißen.
Es geht heute um die Hintergründe zur Aufklärung des Buchloher Taximordes. Für die Details darf ich nun unseren Polizeipräsidenten Herrn Lodenbacher zu Wort bitten. Grüß Gott. Herr Lodenbacher. Ritchie zeigt auf einen Knopf am Mikrofuß. Grüß Gott. Ich darf Ihnen sagen, dass ich als Verantwortlicher stolz bin, dass es uns gelungen ist, die Sache so schnell aufzuklären. Die Menschen hier im Allgäu können sich sicher fühlen. Unter meiner Leitung arbeiten ausgezeichnete Kollegen, die alles dafür tun, damit das auch so bleibt. Danke. Grüß Gott. Vielen Dank, Herr Lodenbacher. Dann darf ich jetzt dem Kollegen Kriminalhauptkommissar Kluftinger das Wort erteilen. Grüß Gott. Vor allem. Ritchie schaltet Kluftingers Mikro ein. Sind wir es endlich, gut Chinesen? Also, der Taxifahrer Rainer Holz, 55 Jahre, ist erschossen worden. Erbeutet wurden 260 Euro. 257. Wir wissen, dass die Fahrt in Kaufbeuren los ist. Man kann den Täter hier auf der Überwachungskamera sehen, aber nicht identifizieren. Der Taxifahrer hat seine Buchungen über eine App gemacht. Was? App? Egal, komm, weiter. Dann haben wir geschaut, ob jemand kurz nach der Tat wieder zurück ist. Nach Sichtung sämtlicher Überwachungskameras haben wir dann einen Kreuztreffer gehabt. Tatsächlich gab es jemanden, der vom Buchloher mit dem Taxi wieder zurück nach Kaufbeuren ist. Der Zug. Was? Der Zug ist ja zurück. Hier sieht man ihn wieder aus dem Bahnhof kommen, 113 Minuten später. Ja klar, mit dem Zug. Ja, du hast Taxi gesagt. Mit dem Taxi ist er nach Buchloher. Ja, sag ich doch. Aber zurück nach Kaufbeuren ist er mit dem Zug. Erklär's ja du, wenn du eh mal bist. Ein Journalist grinst. Also, dann darf ich jetzt mal für Klarheit sorgen. Auch bei den Kameras im Umfeld des Bahnhofs von Buchloe gab es einen Treffer. Hier ist die Person recht deutlich zu erkennen. Kann man das Handy bitte ausmachen? Ritchie sieht zu Kluftinger. Der drückt verzweifelt auf sein Handy. Zusammengefasst kann man also konstatieren, dass uns die Kombination aller drei Aufnahmen zum Täter, dem sogenannten Taximörder, geführt hat. Hierbei handelt es sich um einen gewissen Herrn Schratt. Er war geständig und ist bereits inhaftiert. Ja, soweit so gut. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die beiden kommen ins Kommissariat. Das war total unprofessionell von dir, Chef. Sag mal, hast du noch nie was von Flugmodus gehört? Ich fliege, ich brauche das nicht. Gib her. Kluftinger gibt Ritchie sein Handy. Mach's nicht kaputt. Naja, komm. Weiß immer alles besser. So. Also, im Flugmodus sind alle Verbindungen unterbrochen. Verstanden? Ja. Ja, was hast du denn da gemacht? Er tippt auf Nachricht von Unbekannt. Was ist denn das? Ja, du hast den Anruf eben aufgenommen. Auch Hefele lauscht. Da hat jemand aus der Hosentasche raus angerufen. Wer ist das? Er ist anonym. Keine Rufnummer. Soll ich es löschen? Also, krieg ich schon selber hin. Hast du mit irgendeiner Kuh deine Nummer gegeben? Mir ruft keine Art, die nicht kennen. Da passiert was. Da wird der Kuh gemolken. Das ist, was da passiert. Bei der Kriminaltechnik. Auf einem Monitor läuft eine Audio-Wellenform. Mürrisch drückt eine junge Frau mit Lippenpiercing auf Knöpfe. Die drei Kommissare stehen hinter ihr. Sie dreht an einem Regler. Das ist ein Flugzeug. Halt, stopp. Nochmal. Da sagt er was. Ich hör nix. Teufel, da sagt einer Teufel. Teufel, ganz sicher. Da ist nichts. Du rufst vom Luftfahrtbundesamt an und kriegst raus, was das für ein Flugzeug war. Wann war der Anruf? 13.27 Uhr. 13.27 Uhr. Das muss ja mal gewesen sein mit dem ganzen Kurglockerklingler. Ja, manche haben nichts Besseres zum tun. Hefele geht. Das ist doch kein zufälliger Anruf. Da braucht jemand Hilfe. Zwei Streifenwagen fahren vom Parkplatz des Präsidiums. Schräg gegenüber blicken leicht bekleidete Frauen aus den Fenstern eines einstöckigen Hauses. Daran ein Schild,
Wildwechsel. Kluftinger geht zu seinem Auto und greift zum Handy. Ja, was ist denn los, Vater? Hallo, Markus, ich bin's, der Vater. Ja, ich weiß. Hast du mich vorher angerufen? Na, du hast schon meine Nummer. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Was willst du? Nix. Wollt bloß hören, wie's dir geht. Ja, das haben wir jetzt geklärt. Du, ich hab jetzt echt wirklich wenig Zeit. Ja, mach's gut. Kluftinger steigt ins Auto. Ja, Roland. Ja, also, dein Flugzeug, das kommt aus Wien und war im Anflug auf Friedrichshafen. Bist du zufrieden? Und die Einflugschneise? Kommen die Fliege von Osten? Herrschaftszeiten, was weiß denn ich? Jetzt reicht's aber. Bloß weil du dein Handy bedienen kannst. Es blitzt gelb auf. Auf dem Spielzeugkarussell dreht sich eine Tigerfigur mit aufgerissenem Maul. Ein Gemälde über dem Bett der Kluftingers. Ihr Haus im Mondlicht. Was ist denn? Schitzschlafer. Wenn du die so wählst, kann ich auch nicht schlafen. Dann gang halt Fernsehschauer, du schläfst doch jetzt mal ein. Im Wohnzimmer. Während der alljährlichen Krötenwanderung kommt es auf den Straßen immer wieder zu unschönen Begegnungen von Mensch und Tier. Gerade um diese Jahreszeit hat das typische metallische Knarzen der Rotbackenkröte schon manchen Autofahrer in der Umgebung das Fürchten gelehrt. Kluftinger stutzt und lauscht in sein Handy. Etliche Freiwillige aus Immenstadt und Umgebung helfen ihnen, den Amphibien in einem Eimer sicher die Straße zu überqueren, sodass sie ihren Brutort unbeschadet erreichen. Den Teufelssee. Teufel. Dieser schwer zugängliche Allgäuer Waldsee bietet den Rotbackenkröten jedes Jahr. Es ist dunkel. Kluftingers Passat kommt mit aufgeblendeten Scheinwerfern durch einen Wald. Der Kommissar steigt aus. Er knipst eine Taschenlampe an, legt einen Straßenatlas aufs Autodach und blickt hinein. Kluftinger leuchtet mit der Taschenlampe umher und geht los. Er trägt eine Regenjacke über seinem Pyjama. Suchend stapft Kluftinger zwischen Bäumen hindurch. Im fahlen Mondlicht kommt er durch eine Nebelbank. Zielstrebig bewegt er sich weiter durchs Unterholz. Kluftinger bleibt kurz stehen, dann eilt er auf ein Wegkreuz zu. Neben der Jesusfigur hängt ein Glöckchen an einer Schnur. Kluftinger bekreuzigt sich. Er geht weiter. Kluftinger stürzt eine Böschung hinunter. Er leuchtet mit der Taschenlampe. Vor ihm sitzt eine Kröte. Kluftinger will sich aufrappeln und greift in etwas Rotes, Glitschiges. Er richtet die Taschenlampe auf seine Hand. An seinen Fingern klebt Blut. Entsetzt starrt er darauf und kippt um. Es ist hell. Am Teufelssee sichern Leute in weißen Overalls Spuren. Kluftinger versucht, eine viel zu enge Anzughose zu schließen. Sieh ja jetzt schon, dass der nicht passt. Wann hast du denn ins Büro gekriegt? Vor 10 Jahren? Das ist doch bloß der zur Notanzug. Ja, der zur Not geht auch ohne, oder was? Und? Was ist es? Gerichtsmediziner Böhm kommt. Du hast ein Herz gefunden. Er hält es hoch. Das schaut ja gesunde Pumpen aus. Das war ein Mensch. Ja, hundertprozentig. Der Mensch da drumherum, der war topfit. Jackett, ich rufe in Immenstadt an, dass sie ihre Leute schicken, um die Gegend hier nach der Leiche abzusuchen. Taucher brauchen wir auch. Das Herz wird ja wohl nicht von der Leuhe hergekommen sein. Und wenn doch, vielleicht ist er aus dem Flieger rausgefallen. Aus Wien, am Mozartkugel. Und das war ein Spenderorgan. Das war kein Spenderorgan. Das ist völlig unprofessionell entnommen. Verletzte Gefäße, Arterien sind total zerfetzt. Da hat einer einem sprichwörtlich das Herz aus dem Leib gerissen. Ist schon gut. Klärt sie Vermisstenanzeigen ab und fragt sie in den Kliniken nach, ob nicht doch ein Organtransport abgängig ist. Du, vielleicht waren da ja Viecher dran. So machen kannst du allein nichts. Und dann gehst du heim und siehst was Gescheites an und legst dich noch mal ins Bett. Du schaust total mirt aus. Jetzt geht's schon. Hefele schließt Kluftingers Hose mit einer Handfessel. Soll die heimfahren? Nein. Kluftinger zieht die Einweghandfessel enger. Bei Dr. Langhammer. Das wundert mich überhaupt nicht, dass es Ihnen schlecht geht. Bei dem Lebenswandel, Frauen, Drogen, schnelle Autos, es geht ganz schön auf die Pumpe. Im Ernst? Wir haben schon länger Sorgen um Sie.
Ihr Vater hat auch Herzprobleme. Es ist höchste Zeit mal für ein Check-up, nicht dass sie mir abnippeln. Und dann heißt es hinterher, der Dr. Langhammer, der hat sich nicht um den Naheliegendsten gekümmert. Kluftinger strampelt auf einem Fahrradergometer. Langhammer schaut in Unterlagen. Die Pumpe ist komplett im Arsch. Kluftinger erschrickt. Die Messwerte sind ja eine Katastrophe. Weiter, 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 weiter. Los, Kluftinger. Fertig ist er erst, wenn ich fertig sage oder Sie vom Fahrrad fallen. Jetzt kommt Stufe 2. Auf geht's, los. Kluftinger, noch immer im Pyjama, stellt sich auf die Pedale. Angestrengt verzieht er das Gesicht. Langhammer greift in Kluftingers Jacke. Das ist aber sehr nett. Danke, vielen Dank. Es geht doch um Ihre Gesundheit, da wollen wir uns mal nicht ablenken lassen. Los, weiter, 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 auf geht's. Der Arzt hat den Anruf weggedrückt. Alles verkalkt. Das ist wahrscheinlich nur ein Komplettaustausch. Besorgt sieht Kluftinger zu Langhammer vor einem Monitor mit EKG-Kurven. Der Doktor dreht sich zu ihm. Verbissen tritt Kluftinger wieder in die Pedale. Ich sag Ihnen schon immer, Sie müssen was tun. Fett, Alkohol, Weißmehl, Zucker sind alles Killer. Sie können sich wieder anziehen. Er entfernt eine Blutdruckmanschette von Kluftingers Arm. Ja? Auf gar keinen Fall. Ich weiß, was machen. Da gibt es eine größere Operation. Ich brauche schnell einen Termin. Ja. Und? Alles in Ordnung? Ja, wie man es nimmt. Nichts ist für die Ewigkeit. Es ist, wie es ist. Ernst sieht der Arzt nach draußen. Wir sehen uns in ein paar Tagen wieder, wenn die Laborwerte da sind. Inzwischen verschreibe ich Ihnen ein paar Anwendungen, Fangomassagen. Ja, bitte. Kluftinger zieht Leukoplast von einer Rolle. Sport treiben Sie keinen, oder? Dabei würde gerade Ihnen Yoga so helfen. Das ist Körper, Gefühl, Meditation, Stressabbau, Asana. Das ist wie gemacht für Herz-Kreislauf-Kandidaten. Asana, was? Langhammer stellt sich auf ein Bein. Es tut schon gut, wenn ich mir dran denke. Und legt über dem Kopf die Hände aneinander. Sie würden sagen, Turnübung. Sie können gerne mal vorbeikommen, ich gebe einen Kurs. Brauche ich. Ja, wie Sie wollen. Am Ende ist ja jeder für sich selbst verantwortlich. Aber denken Sie dran, heute ist der erste Tag vom Rest Ihres Lebens. Gönnen Sie sich ein bisschen Quality Time mit Ihrer Liebsten. Kluftinger schluckt. Das ist vielleicht das Wertvollste in Ihrer Situation. Aber es gilt das Arztgeheimnis. Ich meine, Sie sagen der Erika It, dass ich da gewesen bin. Ja, It. Großes Medizinmann. Ehrenwort. Er fasst Kluftinger an den Schultern, klopft ihm auf die Brust und geht hinaus. Kluftinger hat sich das Leukoplast wie einen Gürtel um die Hose geklebt. Verstört sieht er dem Arzt nach, dann greift er zum Handy. 15 Anrufe. An Kluftingers Stirn klebt ein Pflaster. Richie, was ist? Auf nassem Laub liegt ein toter Vogel. Kluftinger geht an ihm vorbei, eine Einfahrt zu einem Haus mit Holzvorbau hinauf. Hefele in weißem Overall kommt ihm entgegen. Was tust du jetzt da? Warst du nicht daheim? Du, da drin schaut schrecklich aus. Da war ein Metzger am Werk. Und wenn du da heute rein bist, du warst die ganze Nacht wach. Du schaust nicht gut aus. Ich schaff das schon. Das Letzte ist, was ich mach. Im Haus wimmelt es von Spurensicherern und Polizisten. Da, eindeutiger Fall von Übertöten. Der Schädel ist eingeschlagen worden. Komm mal bitte. An der Lampe da, ja. Von einer Wandlampe zieht sich eine Blutspur die Wand hinunter und über den Boden bis hin zu einer männlichen Leiche. Der Tote liegt auf dem Rücken. Sein Brustkorb ist aufgerissen. Rippen ragen aus dem rohen Fleisch. Um seinen Kopf ist eine Blutlache in den Teppich gesickert. Ein Beamter fotografiert. Benommen geht Kluftinger an der Leiche vorbei, zu Hefele in die offene Küche. Christian Hübner heißt der. Ist ein Versicherungsmakler. Das Herz ist auch raus. Das hast du gesehen. Hört ihm das, was ich da gefahren. Vom See? Das wird noch abgeklärt. Der Böhm schafft gerade einen Blutkörpervergleich. Den Vergleich kann er sich sparen. Hier. Ein Spurensicherer mit Brille zeigt in den Kühlschrank. In einem Suppenteller vor einer Packung Spätzle liegt ein blutiges Herz. Die böse Harlekins-Fratze grinst. Kluftinger blickt entsetzt. Aufgewühlt kommt der Kommissar durch den Raum. Vor einem Klavier bleibt er stehen und starrt auf ein schwarzes Metronom. Kluftinger schaut beklommen. Es blitzt gelb auf.
Der Kommissar geht weiter in einen dunklen Raum. Er zieht an einer dünnen Kette, die von der Decke hängt. Aus einem Duschkopf über ihm spritzt Wasser. Kluftinger wischt es sich aus dem Gesicht und betritt das Schlafzimmer. In seiner nassen Regenjacke plumpst er aufs Bett. Inmitten verschwommener, bunter Lichtkreise dreht sich das Spielzeugkarussell. Kluftinger blickt sich um. Hinter ihm schiebt sich ein Zollstock über den Boden. Ein Mann in weißem Overall kriecht auf allen Vieren daran entlang. Was machst denn du da? Es ist Richie. Ja, was? Ich hab ausgemessen, ob meine Schrankwand hier reinpasst. Was hast du? Na, hier wird doch jetzt sicher frei. Weißt du, wie der Wohnungsmarkt aktuell aussieht in Kempten? Mensch, das ist eine super Bude. Du hast ja doch normale. Du, ich bin die Fahrerei jeden Tag aus Leutkirch wirklich leid. Der Mann ist gerade seit ein paar Stunden dort und du überlegst dir, ob du da reinziehen willst. Das geht mir das doch gar nicht leichter. Hast du den Briefkasten schon überprüft? Nein. Na los, raus! Aber schnell! Gehorsam läuft Richie aus dem Zimmer. Kluftinger steht vom Bett auf. Er ist um die 60, groß und rundlich, hat wache blaue Augen unter dunklen Brauen, dunkelblonde Haare und eine Stirnglatze. Kluftinger kommt durch die Wohnung. Er fasst sich an die Brust und verzieht das Gesicht. Dann bemerkt er etwas und geht neben der Leiche in die Hocke. Er sieht einen Mann im Overall an. Spulensicherung. Pinzette. Bitte? Aus der Blutlache neben dem Toten nimmt Kluftinger mit der Pinzette vorsichtig ein Stück eines blutverschmierten Röhrchens. Was ist das? Der Spurensicherer mit der Brille bringt ein Beweismitteltütchen. Arbeitet da auch mal jemand? Was hätte ich bloß machen, wenn ich da wäre? Da ins Labor. Richie hält ein schwarzes Streichholzheftchen mit der Aufschrift Funkies. Es sind noch 3 Streichhölzer drin. Das war ein Briefkasten. Ja und? Ja, das ist eine Serie. Erst der am See und jetzt das hier. Das sind erst 2. Ja, vielleicht haben wir einen noch nicht gefunden. Ich bräuchte eins, darf ich? Greif es zu. Kluftinger nimmt sich ein Bier. Ganz schöner Aufwand, den ihr da auffahrt. Wen hat's denn da bräselt? Schon befragt? Nein. Den Hübner, da, im ersten EG, kennen Sie den? Na, vom Namen her, Ritt. Bild. Die Frau repariert einen Oldtimer-Pickup. Richie zeigt ihr Hübners Passbild auf einem Mini-Tablet. Ah. Ja, freilich. Boah, den kenne ich schon. Der hat sich ja mal meine Autos angeschaut an einem Abend. Gestern auch. Neu? Sie nimmt einen Druckluftschlauch. Haben schon was gesehen, als da rumgewerkelt haben. Und reinigt damit ein rundes Motorteil. Herrschaft, ja. Mit den Zähnen öffnet sie sich eine Flasche Bier. Ein Mann und eine Frau habe ich gesehen. Da drüben hat geparkt. Und dann haben sie an dem Haus da geklingelt. Und wie einer vorbeikommen ist, haben sie angefangen rumzuknutschen, unangenehm. Und wie er wieder weg war, haben sie gleich sofort aufgehört damit. Das war schon komisch. Und dann? Die Frau trinkt. Dann sind sie rein ins Haus, hat ihnen einer aufgemacht gehabt. Gott sei Dank. Wann wird das gewesen sein? So um 8:30 vielleicht. Ich bin noch mal runtergegangen, weil ich jetzt sicher war, ob die Garage zugesperrt war. Und wie haben die 2 ausgesehen? Was wären das jetzt seit 30 Meter im Dunkeln? Ja, keine Ahnung. Ja, und das Auto? Transporter, dunkel, älter. Ja, wo stand der? Geht doch. Sie zeigt zu einer gepflasterten Stelle neben einem Baum. Richie geht los. Rechts. Richie geht nach links. Das andere rechts. Richie geht nach rechts. Ah, hier, Chef. Er fotografiert einen dunklen Fleck. Da, ins Labor. Motoröl, das kann ich dir so sagen. Welche Marke? Ins Labor. Ja, sicher, Chef. Stopp! Zu einem jungen Spurensicherer. Probe, Labor. Die Sonne scheint in Kluftingers Schlafzimmer. In seinem Pyjama geht der Kommissar mit einem rosa Tuch zum Fenster. Mit dem Fuß ist er gegen einen Wäschekorb gestoßen. Kluftinger kippt das Fenster und klemmt das Tuch hinein. Warum hast du denn nicht angerufen? Ich hätte doch was gebracht, was passt. Ist alles gut? Das war voll viel heute im Geschäft. Wir haben 2 Leichen gehabt. Das heißt, wir können die Woche nicht auf den Jahrmarkt gehen. Erika verschränkt die Arme über ihrer Schürze. Sowieso gehen wir auf den Jahrmarkt. Ich hab da halt vergessen, wo dein Putzele die kennengelernt hat. Erika lächelt. Kluftinger umarmt seine Frau und legt den Kopf auf ihre Schulter. Beunruhigt runzelt Erika die Stirn.
Das Bild wird kurz schwarz. Im Präsidium kommt Kluftinger ins Großraumbüro. Sandy hält ein Tablett mit Brezen und Kaffee. Dankeschön. Morgen, Chef. Geht's Ihnen wieder besser? Kluftinger nickt erschöpft. Kaffee? Nein, für mich. Dankeschön. Sind Sie krank? Nee, es geht schon. Er packt eine Box mit Äpfeln und gelben Rüben aus. Gibt's was Neues? Ja, beim Hübner haben wir noch nichts. Wir gehen die ganzen privaten Kontakte durch und seine Versicherungskunden. Aber das kann dauern. Und der vom See? Da gibt's gleich eine Videokonferenz mit dem Böhm. Richie kommt mit seinem Laptop. Guten Morgen, Chef. Soko Teufelssee ist einsatzbereit und läuft. Teufelssee? Ja, ist doch gut, oder? Er klappt das Laptop auf. Ja, ich schalte jetzt mal den Böhm dazu. Lustlos kaut Kluftinger an einer gelben Rübe. Auf dem Monitor erscheint Böhm. Servus. Oh, gab's keine Wurstzelle mehr heute. Gut, der Laborbericht zu dem Herz vom See ist da. Das ist interessant. Im Blut gab es große Rückstände von einem Herzmedikament. Kordial, der ist noch gar nicht zugelassen. Der ist noch in der klinischen Testphase. Hier in der Gegend macht es bloß die Klinik Oberstaufen. Die sind spezialisiert auf Herz-Kreislauf-Patienten und hat ganz viel Herz-OPs und Transplantationen. Fahr dahin, kenn den Chefarzt. Der will so rausfinden, ob der Hübner das Medikament im Blut hat. Danke, das kann ich mal direkt sagen. Du, der ist schon weg. Servus. Kluftinger im Auto. Dies ist die Mailbox von Kluftinger Senior. Bitte. Er stellt ein blinkendes Blaulicht aufs Autodach. In der Mitte der Landstraße kommt ihm ein Traktor entgegen. Kluftinger fährt links vorbei. Es verschwindet. In der Klinik. Sein Vater ist aus einer Box. Warum gehst du wieder ans Telefon? Wo warst denn du? Aquaropik. Arschwackeln im Wasser. Ich sag dir, das ist großartig. Mein Rücken bedankt sich. Da geht ja bloß wächst die Frauen nach. Ja, was interessieren mich die alten Weiber? Schön, dass du da bist, Boy. Kluftinger Senior nimmt heimlich Schweinebraten aus der Box und steckt ihn in den Bademantel. Hast du abgenommen? Bist du krank? Es geht schon, Mutter, alles gut. Sag mal, Vater, was für ein Medikament nimmst du eigentlich? Keine Ahnung, was sie mir also geben. Heißt da eins von denen Mittel? Kordial. Was weiß ich? Weiß ich nicht. Was fragst du? Was mit dir? Warst du jetzt bei meinem Steiner für das Check-up? Mir geht's gut. Das musst du machen, Bub. Er hat auch ewig rumgetan, bis er endlich zum Doktor gegangen ist. Und dann war's fast zu spät. Kluftinger Senior reibt sich den Bauch und nickt seiner Frau zu. Kluftinger Junior sitzt auf dem Klinikgang. Er nimmt einen Flyer mit der Aufschrift Aquarobic aus einem Ständer. Ein zweiter Flyer fällt zu Boden. Schwerfällig bückt sich der Kommissar danach. Eine Frau in weißem Kittel und mit Brille kommt. Sie ist Anfang 50, ihre tiefschwarzen Haare sind zum Zopf geflochten und um den Kopf gelegt. Aquarobic kann ich sehr empfehlen, nicht nur für Frauen. Hauptkommissar Kluftinger, Professor Ohl, freut mich. Wo ist denn der Dr. Steiner? Der hat ein paar Tage Urlaub, aber ich helfe Ihnen gerne, wo ich nur kann. Kordial? Wird das bei Ihnen getestet? Ja, wir sind an der Testreihe beteiligt. Das ist nicht die einzige in unserem Haus. Was ist denn das für ein Mittel? Wie genau wollen Sie es denn wissen? Einfach gesagt, es stärkt den Herzmuskel. Nach einem Infarkt ist das Medikament injiziert. Oder bei allgemeiner Herzmuskelschwäche. Es wird injiziert. Gespritzt. Was passiert denn, wenn man das überdosiert? Über was sprechen wir hier? Wir haben viel Blut gefunden, wo das Medikament drin war. Es gibt vereinzelte Nebenwirkungen, Nervosität etwa oder bei Überdosierung rheumatische Beschwerden, solche Sachen. Ja. Fehlt denn jemand von Ihren Patienten? Oder fehlt was von dem Medikament? Kann ich aus dem Stand so nicht sagen. Ja, dann lass uns das bitte überprüfen. Und wir brauchen auch eine Patientenliste. Oh, ich muss kurz hoch in den OP. Ich kümmere mich sofort. Wenn Sie bitte einen Moment hier warten. Professorin Uhl stöckelt davon. Kluftinger sieht noch einmal in den Aquarobic-Flyer. Der Kommissar trägt seinen braunen Janker und eine braune Korthose. Die Yogastunde fängt in 5 Minuten an. Heute in Raum 312. Ein Raum mit Kerzen und Räucherstäbchen. Ist da das Yoga? Der Meister kommt gleich. Kluftinger zieht die Tür zu.
Etwa 16 Frauen sitzen im Lotussitz, einer Art Schneidersitz, auf Matten. Umständlich lässt sich Kluftinger auf einer freien Matte nieder. Mit einer Klangschale kommt Dr. Langhammer herein. Hat es doch in Ihnen gearbeitet. Sehr schön, Kluftinger. Schuhe aus. Die Frauen atmen mit geschlossenen Augen. Mit jedem Ausatmen gestattet euch, das auszuatmen, was euch belastet. Mit Einatmen. Kluftinger zieht seine Schuhe aus. Er schielt zu den Frauen und kreuzt dann ungelenk die Beine. Langhammer stößt heftig mit den Armen in die Luft. Kluftinger atmet aus. Seine Züge entspannen sich. Kommt langsam wieder zu euch. Öffnet die Augen. Nehmt den Raum wahr. Kluftinger sieht sich zu den Frauen um. Sucht euch einen Partner, ganz absichtslos. Kluftinger. Der weicht zurück. Setzt euch gegenüber. Im Fersensitz. Er setzt sich Kluftinger gegenüber. Schaut euch an. Der Kommissar blickt gespannt. Einatmen. Kluftinger erschrickt. Der Arzt streckt ihm die Zunge raus. Simhasana, der Löwe. Kluftinger nickt geschockt. Die Gruppe steht. Alle reiben die Handflächen aneinander. Sie stellen sich in den Baum. Unsicher legt auch Kluftinger den freien Fuß ans Knie des Standbeins und streckt die Arme in die Höhe. Bisschen höher. Ganz weich. Einfach nur versuchen. Langhammer hebt Kluftingers ausgestreckte Arme an. Die Frauen machen den Bogen. Sie liegen auf dem Bauch und umfassen ihre Fußgelenke. Kluftinger macht es nach und zerrt verbissen an seinem Hosenbein. Und wir kommen zum Schluss. Shavasana. Die Totenstellung. Kluftinger schaut erschrocken. Er setzt sich auf und beobachtet, wie die Frauen sich auf den Rücken legen. Lasst positive Gedanken aus euch strömen. Mit ausgebreiteten Armen geht er zwischen den Teilnehmern hindurch. Und euer Leben wird sich zum Besseren wenden. Ihr seid die Sonne eures Lebens. Kluftinger liegt mit geschlossenen Augen auf der Matte. Schwindel, Bluthochdruck, enge Gefühle in der Brust. Heute ist der erste Tag vom Rest ihres Lebens. Die kleine Gestalt mit dem Skelettkostüm hält das Herz. Es schlägt nicht mehr. Später. Langhammer hält Kluftinger die Nase zu. Man geht doch schon mit der Entspannung. Die Frauen gehen. Ich hab bloß laut geatmet. Ja, es ist auch nicht einfach. Ein- und ausatmen. Sagen Sie bitte der Erika nichts davon, dass sie da war. Langhammer zieht Kluftinger hoch. Der Arzt legt die Hände aneinander und verbeugt sich. Beschwingt kommt der Kommissar ins Großraumbüro. Und mit wem? Hefele hält Rosen. Herr Hefele. Du warst doch gestern schon auf dem Jahrmarkt. Ja, und am Freitag gehe ich auch. Also, nimmst du jetzt einen Donnerstag? Muss die Dame schon eine Tanzkärtle führen. Hefele stapft davon. Quatsch. Das macht alles der Computer. Ich hoffe, Sie finden zwischen Ihren Verabredungen die Zeit, die Patientenliste hier zu kopieren und an die Kollegen zum Verteilen. Das haben die doch schon längst. Ist vor 2 Stunden gekommen, aus der Klinik, per E-Mail. Aber bis jetzt gibt es keine Übereinstimmung zwischen den Patientenlisten und den Versicherungskunden von Hübner. Danke, Fräulein Henske. Komm, du beleidigte Leberwurst, Lagebesprechung. Richie! Ja, sofort. Hast du rausgefunden, wer mir da auf meinem Handy angerufen hat? Ja, das liegt bei der Staatsanwaltschaft. Richie! Es ist jetzt so einfach. Dein Mobilfunkanbieter, der nimmt das mit dem Datenschutz ganz genau. Das ist dein Handy, aber du bist weder Opfer noch Beschuldigter. Ja, und was ist mit dem Ölfleck? Gibt's da was? Bitte? Das ist ein ganz normales Motoröl. Was? Da gibt's große Unterschiede. Klumpfestigkeit, Viskosität, Schmiergehalt. Ja, man ruft halt selber auch im Labor. Und hör dir das Gammer von denen an. Ja, warum lässt du jetzt deine schlechte Laune an mir aus? Der Böhm hat angerufen. Bei dem Versicherungsheini. Richie! Bei diesem Versicherungsheini im Blut, da waren keine Medikamente.
Der Heini heißt Hübner. Evele geht wieder. Darf ich jetzt? Also, beim Übertragen Roland. Der Beweismittel. Also, beim Übertragen der Beweismittel in die Asservaten-Datenbank ist mir aufgefallen, dass es so ein Streichholzheftchen auch beim Taxi in Buchlohe gegeben hat. Und dem Taxifahrer wurde ins Herz geschossen. Ja, das heißt, der gehört auch in die Reihe. Ja, bei ihm waren es 5 Streichhölzer und vielleicht ist der am See die Nummer 4. Er schaut stolz. Der Taximörder hockt seit einer Woche in Haft. Und die Streichhölzer, die haben wir da auch bei uns in der Teeküche. Warum kannst du meine Beiträge nicht einfach einmal wertschätzen? Ich arbeite hier konstruktiv und immer im Sinne der Sache. Das ist vielleicht eine wichtige Spur. Das ist keine Spur, das ist einfach mehr Arbeit. Das geht mir sowas von auf den Sack! Diese ständige Bettabitterei! Mein lieber Freund, wenn du dich nicht änderst in deinem Ton. Kollegen! Das ist die Atmosphäre, die ich mir bei der Arbeit wünsche. Wir brauchen im Geschäft eine positive Grundstimmung. Da wird man alle lieber und besser arbeiten. Ganz genau. Was wird jetzt das? Ich weiß den Einsatz von euch beiden wirklich sehr zum Schätzen. Es ist für uns alle eine stressige Situation. Wir sollten uns bemühen, die Anspannung in was Positives zu verwandeln. Wegatmen. Was uns belastet. Evele schüttelt den Kopf. Lasst mal positive Gedanken aus euch rausströmen. Ja, und wie soll das gehen? Wir sagen uns positive Gedanken. Und Dinge. Zum Beispiel, jeder, der was sagt, der sagt zuerst was Positives. Ritchie nickt erfreut. Die Sonne scheint so schön. Und der Ritchie ist eine Seuche. Sowas in der Art vielleicht. Also, das muss ich mir nicht gefallen lassen, Chef. Das ist so negativ. Du darfst deine positive Grundeinstellung gleich mal unter Beweis stellen, indem du Ritchie seine Spur nachgehst. Sehr gut. Du fährst zum Frati ins Gefängnis und befragst ihn noch mal zum Taximarkt. Moment einmal. Du wirst dich danach besser fühlen. Bäume mit herbstlich gefärbtem Laub spiegeln sich im Teufelssee. In der Mitte schwimmt ein Polizeiboot. Ein Taucher im Wasser gibt 2 Beamten auf dem Boot ein Zeichen. Sie ziehen eine Leiche in einem schwarzen Müllsack nach oben. Sandy im Büro starrt auf ihren Computer. Der Tote vom Teufelssee. Unsere Taucher haben gefunden. Hier. Das ist der Dr. Steiner. Du kennst ihn? Das ist der Herzdoktor von meinem Vater. Der liegt in der Klinik vom Dr. Steiner. Also wenn das Dr. Steiner ist, dann haben wir sein Auto auch schon gefunden. Der Förster hat's gemeldet. Am Waldparkplatz am Teufelssee. Steht seit ein paar Tagen da, ein Sportwagen. Halt, da ist Dr. Steiner. Auf dem Waldparkplatz. Hier. Ritchie findet ein Streichholzheftchen. 4 Hölzer. Hab ich's nicht gesagt? Rückwärts. Was? Das geht rückwärts. Der Taxifahrer war der erste Tote. 5 Hölzer. Bei Steiner 4, Hübner 3. Hoffentlich kriegt der Roland im Gefängnis aus dem Schratt was raus. Du, Chef, mich hat das tief berührt, wie du dich heute für mich eingesetzt hast. Ja, und dass du diese mitfühlende Seite von dir gezeigt hast. Da hast du dein Herz geöffnet. Ja, und ich fand das auch sehr gut, was du da gesagt hast. Über die positive Grundstimmung und so. Du, Chef, ich will, dass du Folgendes weißt. Wenn es irgendetwas gibt, was dir auf dem Herzen liegt, dann kannst du jederzeit zu mir kommen und wir können alles bequatschen. Du, wirklich alles. Du hast dich verändert. Da ist so ein Leuchten in dir. Du, sag mal, meditierst du oder machst du Yoga? Was? Nein. Du, ich bin mir sicher, Yoga wäre was für dich. Das glaube ich nicht. Also ich habe da ganz tolle Erfahrungen gemacht. Durch Yoga und Tanzen habe ich gelernt, dass es wichtig ist, die Verantwortung zu übernehmen. Dafür, wie es einem selber geht. Man muss für sich selber sorgen. Du, und wenn es dir gut geht, Chef, da geht's uns allen besser. Da schau her, da war ein Puff, der Herr Doktor. Eine Quittung. Wildwechsel gegenüber vom Kommissariat. Und war sie nicht so fein, die auch noch eine Quittung aufstellen zu lassen. Ja, und was hat er denn konsumiert? Französisch? Bulgarisch? Bulgarisch? Wie soll denn das? Na ja, so. Irgendwie, ne? Von hinten. Er bewegt Zeige und Mittelfinger vor und zurück. Ja, ich hab auch was davon gehört. Vor dem Wildwechsel. Die beiden zeigen einer dunkelhäutigen Steiners Bild. Es kann schon sein, dass der mal da war. War er so oder war er sit? Erinnern Sie sich an das Gesicht? Ich weiß jetzt schon mal, die Gesichter haben mir weniger zu tun. Aber wenn es ein Foto hätte von seinem. Wo was? Sie wackelt mit 2 Fingern. Ach so, ich glaube nicht. Soll ich den Böhmer anrufen? Aber der ist schon gut, Ritchie. War der allein da? Naja, seine Frau hat da nicht dabei gehabt. Gibt's Kameras auf den Zimmern? Jetzt hätte ich übergehört, gell? Aber wenn es wollt, dann kommt es halt mal rein. Und schaut es euch mal an. Mit irgendetwas werden wir euch schon helfen können. Danke, ich bin verheiratet. Aber drum, der ist Ihr Empfehler. Sie streicht Kluftinger über die Wange. Aber ihr habt doch da selber so eine Überwachungskamera. Die Kommissare sehen sich an. Schaut doch zu uns rum. Sie zeigt ihr Dekolleté. Ich hätte Stolpers drauf. Ritchie glotzt. Ritchie. Sie winkt einem Mann. Hey, Sissa. Die Frau trägt eine kurze Lederhose.
Im Präsidium blicken Kluftinger und Ritchie auf einen Bildschirm. Ein Beamter spult ein Video vor. Stopp! Da ist der Steiner. Ah ja, genau. Da steckt er aus. Der geniert sich nix. Hat denn der keine Frau? Betreten sieht Ritchie ihn von der Seite an. Kluftinger schüttelt den Kopf. Ja, das ist schon Transporter. Meinst du, das ist der, den die Nachbarin vom Hübner gesehen hat? Das kann doch sein. Die haben den verfolgt. Steigt der Kölner aus. Ja? Die warten da. Ein Polizeibus schiebt sich vor den Transporter. Ach, das jetzt. Die Kollegen, jetzt raus da, weg. Das ist typisch. Spielen Sie mal vor. Vorspulen. Genau. Stopp. Zwei Jugendliche steigen vor dem Wildwechsel von einem Mofa. Das machen. Sie halten Handys hoch. Die Mofa-Burber, was fotografieren die denn da? Ja, die Nutten. Ja, die Frauen. Ja, die leicht gekleideten. So, die sind ja noch keine 16. Gibt's doch nicht. Willst du mal ein bisschen vorspulen? Halt! Der Polizeibus fährt aus dem Bild. Transporter und Sportwagen sind weg. Ja, scheiße, jetzt sind beide weg. Sind sie weg. Hier gibt's noch andere Kameras. Ja, schau, aber in die Richtung. Der Puff interessiert uns normalerweise nicht so. Halt! Da, zurück! Zurückspuler! Der Polizeibus fährt aus dem Bild. Da, der Fleck. Schon wieder ein Ölfleck? Genau, der Ölfleck. Der war vorher noch nicht da. Die Mofa-Burber. Nochmal zurück. Da. Stopp. Die fotografieren, ja? Was fotografieren die? Wir brauchen die Fotos von denen. Vielleicht sind da Kennzeichen drauf. Da. Die fotografieren Richtung Transporter. Der Jahrmarkt am Abend. Erika steht mit einem riesigen Stofftiger vor einem Fahrgeschäft, einer Art Krake. Es trägt die Aufschrift Parkour. Erika! Ach, da bist du endlich. Putzelappen. Tut mir leid, am Werkstatt beeilt. Aber es war viel Geschäft. Wo hast du gewonnen? Ich jetzt. Aber der Dr. Langhammer. Er war also nett und hat mir Gesellschaft geleistet. Sein Anhänger ist beim Aqua Robben. Der hat bloß 3 Lose gekauft. Und das erste gleich Hauptgewinn. Sie stupst ihn mit dem Tiger. Und dann hat er mir gecheckt. Langhammer. Endlich. Guck mal. Auf geht's. Wohin? Langhammer zielt mit den Fingern auf Kluftinger. Der zuckt zurück. Pass mal auf. Guck jetzt. Am Schießstand. Daran ein Schild. Betreiber Familie Fink. Langhammer schießt daneben. Misstrauisch betrachtet er das Gewehr und schießt erneut. Eine Rose wackelt in ihrem Halterungsröhrchen. Der Doktor schießt immer verbissener. Vorbei. Ich bin eh wieder dran. Kluftinger zielt und trifft. Er grinst Langhammer an. Der Kommissar schießt eine Plastikrose nach der anderen. Erika feuert ihren Mann an. War schon immer Pazifist, Love and Peace. Jetzt für 20 Treffer in Folge. Viel Spaß da. Ein Mann in Jeansjacke gibt Kluftinger eine Stoffkuh. Geht's gut. Roland. Lufti, hörst du mich? Was willst du denn? Pass auf, das ist echt wichtig. Hörst du mich? Ein bärtiger junger Mann in der Schießbude horcht auf. Kluftinger geht beiseite. Treffpunkt Geisterbahn. Also, was ist? Also, unser Tagzimmer, der Schatt, der liegt im künstlichen Koma. Der hat in seiner Zelle versucht, sich umzubringen. Deshalb rufst du mich an. Ich hab Feierabend. Quality Tie. Verstehst du das? Nein, verstand ich nicht. Ich hab mit dem Mithäftling von dem Schatt geschwätzt. Was? Lauter! Ich hab mit dem Mithäftling von dem Schratt geschwätzt und der hat gesagt, der Schratt, der hat immer was gefaselt von seinen Auftraggebern, einem Pärchen. Von denen hat er offenbar so Schiss gehabt, dass er versucht hat, sich umzubringen. Pärchen? Ja, Pärchen. Der Ritchie, der macht einem immer bloß noch mehr Geschäft mit seiner Klugscheißerei. Positiv bleiben, Roland. Erschrocken hält Kluftinger inne. Ende. Vor ihm steht die kleine Gestalt im Skelettkostüm. Eine Frau reicht ihr einen glasierten Apfel. Die Gestalt nimmt die Totenkopfmaske ab. Ein kleiner Bub kommt zum Vorschein und beißt in den Apfel. Kluftinger lächelt. Erika und Langhammer vor der Geisterbahn. Das ist schrecklich. Die Katastrophenpumpe ist komplett im Arsch, Exitus. Ja. Zuflüsse, alle verstopfen, komplett aus der Ausflüsse. Du bist ja Butzeler. Da hast du eine Karte für mich. Ich hab Karte schon, gell? Ja. Komm halt jetzt.
machen muss. Da vor. Herrschaft, geht's noch? Herrschaft, für mich ein Platz frei gehalten. So manche Leichen. Hey, du Idiot. Entschuldigung. Ist bei dir alles in Ordnung, Butzeler? Das war bloß das Geschäft. Ach, der Sheriff, immer im Dienst. Na, neuer Serienkiller im Anmarsch. Sheriff, Dienstgeheimnis. Erika steigt mit dem riesigen Tiger in die Gondel. Kluftinger will auch rein. Immer nur zu zweit. Kluftinger steigt zu Langhammer. Ihre Frau liebt die Kraft des Tigers. Und Sie? Er hält Kluftingers Kuh und macht den Löwen. Ein Plastiktiger mit riesigen Zähnen funkelt sie an. Kluftinger bläst die Backen auf. Ich könnte schon sagen, wenn ich das Händchen halten soll. Ein Mensch mit blutroter Kapuzenmaske beugt sich zur Gondel. Dicht vor ihnen schwingt ein Riesenpendel. Die Zeiger einer Uhr, umrahmt von Skeletten, stehen auf 5:05. Wie schaut's aus? Der Arzt wird angespritzt. Gibt's schon die Ergebnisse von unserer Untersuchung? Tja, also eigentlich bin ich jetzt nicht im Dienst. Aber vielleicht kann ich ja die Fahrt von der Steuer absetzen. Schon so, wie ich sagte, die Werte sind eine Katastrophe. Die nächsten Monate werden schwer. Erika wird Sie da sicher unterstützen. Alleine kriegen Sie das ja nicht hin. Sich gut und gesund zu ernähren, ist eine Sache. Das reicht, das Ruder noch mal rumzureißen. Ein Sargdeckel öffnet sich, darin eine verweste Gestalt. Es blitzt gelb auf. An einem Imbissstand essen Kluftinger und Erika Dampfnudeln. Das ist aber auch Zeit, oder? Du, was hat denn der Langhammer dir der Krab verzeiht? Dass es dir leicht machen soll in nächster Zeit. Kluftinger reißt erschrocken die Augen auf. Was sollst du mir leicht machen? Dass ich dir lauter gesunde und leckere Sachen kochen soll. Und dass ich mich von deiner Wehleidigkeit nicht beeindrucken lassen soll. Was? Du, ich finde es so toll, dass du auf dich augst und jetzt im Yoga warst. Es ist nie zu spät, wenn man nochmal was Neues ausprobieren will. Aber ich hoffe, dass du da nicht bloß wegen die Frauen hier gehst. Sie macht ein strenges Gesicht. Nicht, dass du mir noch ausscherst auf die letzten Meter. Lächelnd zieht sie die Brauen hoch. Schaffst du das noch? Er schiebt sich den Rest ihrer Dampfnudel in den Mund. Das Bild wird schwarz. Es ist Tag. Kluftingers Passat kommt von links eine Landstraße entlang und fährt vorbei an einem Wegkreuz. Er verschwindet rechts aus dem Bild. Das einsame Wegkreuz vor einer milchigen Nebelwand. Der Passat fährt rückwärts wieder ins Bild. Kluftinger steigt aus und kommt näher. Er bekreuzigt sich vor dem Wegkreuz, einem Pfosten mit Querbalken, darüber ein Giebeldach. Daneben nimmt Kluftinger die Baumhaltung ein. Er steht auf einem Bein und legt die Hände über dem Kopf mit den Fingerspitzen aneinander, wie ein Giebeldach. Kluftinger verharrt in der Position und blickt konzentriert vor sich hin. Er lässt die Arme sinken und fasst sich kurz an die Brust. Lächelnd setzt er sich wieder ins Auto. Er verzieht das Gesicht, greift unter sich und holt eine Plastikrose hervor. Sein Blick fällt auf das zersplitterte Halterungsröhrchen. Er betrachtet es genauer. Im Büro hält Kluftinger das Röhrchen neben das blutverschmierte Röhrchen in der Beweismitteltüte. Was ist das? Plastikröhrle aus der Schießbude und das lag neben dem Hübner. War der Hübner an der Schießbude? Oder die Täter? Ritchie legt an beiden Händen Daumen und Zeigefinger aneinander. Machst du denn da? Ja, Energien aufnehmen, so wie du. Kluftinger hält die Röhrchen mit Daumen und Zeigefinger. Kriegst du mal raus, wem die Schießbude gehört? Ja, vielleicht haben die Kameras. Gekränkt setzt sich Ritchie wieder an seinen Schreibtisch. Kluftinger legt an beiden Händen Daumen und Zeigefinger aneinander und schließt die Augen. Hier, es gibt eine Verbindung. Der Taxischütze, der Schratt, der hat in der Schießbude gearbeitet. Tolle Intuition, Chef. Das ist deine neue Durchlässigkeit. Komm, Roland, auf. Los geht's. Ritchie will Kluftinger umarmen. Der weicht schnell aus und verlässt mit Hefele das Büro. Ritchie betrachtet das Halterungsröhrchen auf Kluftingers Schreibtisch. Vor einem Wohnmobil schließt der Mann in Jeansjacke einen Schlauch an. Ein Streifenwagen hält. Herr Fink? Der nimmt sich eine Zigarette. Was? Wir würden uns gern mit Ihnen unterhalten. Bei Ihnen hat ein Herr Schratt geschafft. Was ist mit dem Schratt? Hat er Schwierigkeiten gemacht?
Fink hält ein Funkies Streichholzheftchen. Wir sollten im Kommissariat weiterschwätzen. Iggy! Warum? In zwei Stunden machen wir auf. Wenn Sie uns bitte begleiten. Wer sind die? Ich stehe nicht ein. Ihre Frau da gerne mit. Kluftinger zeigt die Röhrchen. Was wollen Sie von mir? Die Dinge liegen doch überall. Jeder, der bei uns irgendwann geschossen hat, könnte sowas am Schuh haben. Wir wissen, dass der Schratt bei Ihnen gearbeitet hat. Dann haben wir von einem herausgeschmissen, ist handgreiflich worden mit Kunden. Und seitdem haben Sie ihn nie wieder gesehen. Nein. Sie wissen, dass der im Gefängnis sitzt. Der hat einen Taxifahrer erschossen. Haben Sie den beauftragt, den Taxifahrer zum Töten? Was wollen Sie von mir? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wovon Sie da reden. Schauen Sie, diese Streichholzheftchen da haben wir in Ihrem Wohnwagen gefunden. Ja und? Wir haben einen Gaskocher. Die Dinge hier gibt's im Supermarkt. Der Taxifahrer, der Hübner, der Steiner, bei allen das Herz. Zerschossen oder gleich rausgerissen. Warum? Sie spinnen doch. Ich sage überhaupt nichts, ja. Sie müssen mir doch sicher einen Anwalt besorgen, oder? Das können Sie gern selber machen. Aber 24 Stunden darf ich Sie hier behalten. Ja, und das mache ich auch. Vielleicht fällt Ihnen ja heute Nacht in der Zelle was ein. Sind der Bad? Jetzt setzen Sie sich wieder hin und beruhigen Sie sich. Mit meinem Geschäft. Wir müssen zurück. In einer Stunde muss ich aufwachen. Setzen Sie sich. Ja, ich mach jetzt raus. Fink packt Kluftinger am Kragen. Frau Fink nebenan springt auf. Ein völliger Beamter will Fink wegziehen. Hefele eilt herein. Er umfasst Fink, der rammt Kluftinger den Ellbogen in den Bauch und tritt ihn. Der füllige Beamte und Hefele führen Fink im Polizeigriff weg. Mit schmerzverzerrtem Gesicht hält sich Kluftinger die Brust. Es blitzt gelb auf. Die böse Harlekinsfratze grinst. Kluftinger steht vor einem Waschbecken in der Toilette und wäscht sich das Gesicht. Mit Papierhandtüchern trocknet er sich ab. Er fasst sich an die Brust und hält inne. Dann macht er einen Ausfallschritt, hält einen Arm nach vorne, den anderen ausgestreckt nach hinten. Er schließt die Augen. Aus einer Kabine kommt Hefele. Schnell richtet sich Kluftinger wieder auf. Was machst du jetzt, Tom? Ist das Yoga? Ja, bitte verrat's keinem. Aber spürst du wieder ab, wenn du auf dem Klo warst. Alles in Ordnung bei dir? Ist wieder besser? Geht schon. Hefele geht hinaus. Kluftinger schaut in den Spiegel und streckt die Zunge raus. Ist es der Donnerstag noch frei? Sonnabend? Ja gut, dann halt Samstag, gell? Ist da bei der Frau vom Fink was rausgekommen? Die Frau Fink, die hat überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt zum Schrapp seitdem. Und die andere, die will sie gar nicht kennen. Also bis jetzt haben wir nur Indizien gegen die Finks. Das Plastikröhrchen am Tatort, die Verbindung zum Taximord und die Streichhölzer. Ja, aber kein Motiv. Wenn wir wenigstens wüssten, ob ihr Wagen Öl verliert. Über Nacht peilt man die da. Wir haben 24 Stunden, vielleicht finden wir in der Zeit was. Haben wir schon Fotos, die Mofa-Buber da am Buff gemacht haben? Von dem Wagen, der auf den Steiner gewartet hat? Negativ. Sandy bringt Kaffee und Kuchen. Ich habe mir den Taximord nochmal angeschaut. Dem Taxifahrer wurde nicht nur ins Herz geschossen, sondern er hatte auch eine Herztransplantation, danke, und zwar in der Klinik vom Dr. Steiner. Vielleicht gibt es eine Verbindung zwischen dem Hübner und der Finks. Oder in die Klinik. Gibt es kein Obst? Obst? Welches ist denn da der Entkoffinierte? Keiner. Sag mal, du lässt es aber krachen halt. Was ist denn mit dir los? Morgen gibt's einen. Koffein ist ein Giftstoff, Roland. Ja, das Gefühl der Wachheit ist eine Abwehrreaktion des Körpers gegen das Gift. Es gibt viel bessere Mittel, eine erhöhte Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, Meditation zum Beispiel. Ja, schau mal, du stehst da auf der Liste. Was? Eine Namensliste auf einem Monitor. Das ist mein Vater. Sandy bringt einen Ausdruck. Was hast denn du da für einen Namen auf deiner Liste? Ich hab ganz andere. Ja, die ist vom Laptop, aus dem Auto vom Steiner. Dann hat der Steiner doppelte Buchführung. In der Klinik Oberstaufen kommen Kluftinger und Professorin Uhl über den Gang. Das ist definitiv Kordialmedikation. Für diese Liste. Ich bin selbst überrascht. Mir waren nur die Patienten der offiziellen Testreihe bekannt. Uhl unterschreibt etwas auf einem Klemmbrett. Was sich Dr. Steiner dabei gedacht haben könnte, kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Haben Sie denn schon eine Spur? Hat er die Patienten aus der offiziellen Liste rausgenommen, weil die seine Testergebnisse verschlechtern? Nein, so etwas machen wir hier nicht. Ich bin sicher, Dr. Steiner hat diese Patienten aus den besten Motiven mit Kordial behandelt. Ja. Eine Schwester. Was geben wir denn heute? 18 Milligramm.
Es gibt natürlich Anforderungen an die Patienten für so eine Testreihe. Vielleicht sind die hier durchs Raster gefallen und Dr. Steiner hatte aber trotzdem den Eindruck, das Kordial würde ihnen helfen. Das erklärt natürlich auch die Lücke im Bestand des Medikaments. Aber warum steht mein Vater auf der Liste? Kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wiedersehen. Vor Kluftinger steht eine Jesusfigur mit Dornenkrone. Aber ich will hier nicht weg. Du kannst hier nicht bleiben, Vater. Hier geht's gut, hier werd ich gesund. Im Patientengarten. Du kennst deine Mutter und ihr fettes, fleischiges Essen. Was die mir mitbringt, das schenke ich alles der FSJler. Hier gibt's schon Kost. So nennen die das. Das ist ein Traum. So gern bin mein Laptop noch nicht aufs Klo gegangen, okay? Wie ein Uhrwerk. Sobald ich mich hinsitze. Der Dr. Steiner, der hat dich ohne dein Wissen mit einem Medikament behandelt, was noch im Test ist. Nein. Doch. Er hat's mir erklärt. Ich passe voll ins Profil. Ich bin bloß zu alt für die offizielle Testreihe. Hat's mir aber sehr empfohlen und da habe ich gesagt, ja. Aber ich vertraue dem Dr. Steiner, er ist ein guter Arzt. Dr. Steiner ist dort. Was? Der Schlager. Das Herz haben sie ihm rausgeschnitten. Wir haben noch kein Motiv. Aber irgendwas ist hier die Zauber. Das ist aber brutal. Habt ihr ein Täterprofil? Wir machen schon unsere Arbeit, Vater. In dem Krankenhaus passieren komische Sachen. Du stehst auf einer inoffiziellen Liste. Du kannst hier nicht bleiben, Vater. Ich will aber. Herrschaft, was bist denn du bloß für ein Sturkopf? Du weißt doch ganz genau, was ich gerade dem Chef um die Ohren habe. Mir geht's gar nicht gut. Die machen mir Sorgen um dich. Jetzt nimm schon ab. Sicher ist Geschäft wahrscheinlich wichtig für dich. Doch nicht mein Klingeln. Dein Handy. Vater und Sohn sitzen in einer Laube. Herrschaft Ritchie, wer von euch Deppen hat mein Handy umgestellt? Gefällt's dir, Chef? Immer positiv. So, pass auf. Wir haben einen Kreuztreffer zwischen der zweiten Liste vom Steiner und den Versicherungskunden vom Hübner. Wer? Roswitha Bolitz. Am Memminger Flughafen. Eine dunkelhaarige Frau mit Käppi. Meine Mutter war in der Klinik in Oberstaufen, ja? Kluftinger steht bei ihr. Bei einem Herrn Dr. Steiner. Aber der wollte die Transplantation nicht machen. Weil sie auf der Liste ganz hinten war. Weil... Sie wirft Koffer auf ein Gepäckband. Weil sie gesoffen hat. Ich meine, Schrittmacher wollten die hier reinmachen. Weil die Versicherung das nicht gezahlt hätte. Spritzen hat's gegeben. Kordial? Ja, kann sein. Wir wollten eigentlich, dass sie die Klinik wechselt, aber meine Mutter wollte nicht. Dickköpfig war sie. Kennen Sie einen Herrn Holz? War der Taxifahrer? Nee. Bekannter von Ihrer Mutter vielleicht? Ihr fällt ein Koffer runter. Sie können sich nicht vorstellen, was meine Mutter für eine Leidensgeschichte hinter sich gebracht hat. Am Anfang war das so ein Gefühl. Und dann denkt man noch ein bisschen Krankengymnastik oder so, dann geht das wieder weg. Und dann eines Tages kommt dann so eine verschissene Diagnose. Das Herz. Das ist doch das Wichtigste im Menschen, oder? Das ist so schwer, wenn man zuschauen muss, wie jemand stirbt. Kluftinger legt sich die Hand auf die Brust. Er geht aus der Halle. In einer sonnendurchfluteten Kirche kniet er vor dem Altar. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder. Jetzt in der Stunde unseres Todes. Amen. Er bekreuzigt sich und kommt durch die Bank rein. Vor brennenden Kerzen am Opferstock bleibt er stehen. Er zündet eine kleine Kerze an einer größeren an und stellt sie zu den anderen. Kluftinger bekreuzigt sich erneut und geht weiter. Er bleibt stehen und zieht zur Orgelempore hoch. Dann geht er zum Opferstock zurück, zückt seinen Geldbeutel, nimmt einen 50-Euro-Schein heraus und faltet ihn zusammen. Er schiebt ihn in den Schlitz. Der schaut zur Empore. Nütze deine Tage auf Ehrenweise. Vermeide fette und kalorienhaltige Speise. Über die Brüstung der Empore beugt sich Langhammer. Grüß Gott, Kluftinger.
Gibt's denn irgendwas, was Sie nicht können? Sie meinen, außer Schießen? Klassisches Ballett vielleicht. Obwohl, eigentlich komme ich ja vom Tanz. Was macht denn die Pumpe? Machen Sie fleißig Ihre Yoga-Übung? Geht schon. Halten Sie sich an meine Empfehlung. Kümmern Sie sich um sich. Kluftinger nickt zaghaft. Bedrückt geht er hinaus. Langhammer, in weißem Hemd und schwarzem Jackett, setzt sich wieder an die Orgel. Kluftinger kommt ins Büro. Henske. Er geht an Sandys Schreibtisch vorbei. Und? Wie war's bei der Bonlitz? Ich weiß nichts. Aber der Dr. Stein hat ihre Mutter auch mit diesem Herzmittel behandelt. Kordial. Da, das sind von einem von denen Buben auf denen Mofas. Hefele zeigt Kluftinger Fotos. Darauf posieren die jungen Männer vor dem Bordell. Auf einem Bild der Transporter. Da, da sieht man das Kennzeichen. Aber da fehlt Hälfte. Oh, ah, Landkreis Oberallgäu. Das ist ein Schritt viel. Was für ein Auto fahren eigentlich die Finks? Vielleicht verliert der das Öl. Die Kollegen aus Augsburg sind zu weit. Ja, was? Wir haben einen Mord, der tät in die Serie passen. Bei der Kriminaltechnik. Kluftinger, Ritchie und Hefele skypen mit einer Kollegin im weißen Overall. Die geht mit Smartphone durch eine Wohnung. Servus, Kollegen. Servus, Frau Gruber. Grüß Gott. Obczynski heißt die Frau. Die ist Beamtin im Ordnungsamt hier bei der Stadt. Ziemlich übel. Herz rausgeschnitten, so wie es ausschaut mit einem Brotmesser. Passt auf, ich zeig's euch mal schnell. Hier. Die Kommissare schauen weg. Aber die Fotos habt ihr ja schon gekriegt. So, und jetzt, Moment, halt mal. Das Ganze jetzt mal nochmal im Zusammenhang. Sie deckt die Leiche auf. Das brauchen wir jetzt. Ich soll noch am Streichholzheftle suchen. Die könnte ich hören, Chef. Such's nach dem Streichholzheftle. Ja, wartet. Sowas haben wir auch schon. Ich zeig's euch. Guckt mal so eins. Da. Nur noch zwei Hülse. Und wir haben auch schon ein Haar. Da muss ich schnell darüber. Nämlich hier. So, schaut mal. Könntest du es so besser sehen? Ja. Und ein Bild vom Täter haben wir auch schon. Was? Ein Täter habt ihr auch? Wen? Was soll jetzt der Scheiß? Was will die mit dem Kamel? Kamelhaar. Entschuldigung, aber das auf dem Bild ist ein Trampeltier. Kein Kamel. Was? Das ist kein Kamel. Wir müssen bitte schon genau bleiben, sonst sind Ermittlungspannen vorprogrammiert. Ach, Mensch, Meier! Das ist gut, Ritchie. Das Tier auf dem Bild ist ein Trampeltier. Der Kamel ist nur der Überbegriff. Jedes Trampeltier ist ein Kamel, aber nicht jedes Kamel ein Trampeltier. Versteht ihr? Du verstehst es nicht. Das war ein Scherz. Ach ja? Habt ihr das Haar da in der Wohnung gefunden oder nicht? Ja, schon. Ja, also, dann ist es eine Spur. Wie kommt dieses Haar an den Tatort? Herr Gott, Ritchie, du musst wirklich in jeder Fliege ins Arschloch reinschauen. Hallo? Chef. Ich werde bei meiner Arbeit gehindert. Das ist doch eine Spur. Das ist Haarspalterei. Ach, bist du jetzt auch gegen mich? Du machst es einem manchmal echt schwer, dich zu mögen. Hey, Richie, was habt ihr doch jetzt so? Wo bist du denn hin? Das Trampeltierhaar ist vielleicht eine wichtige Spur. Und ich finde, der sollte mal nachgehen. Aber wenn euch meine Haarspaltereien so nerven, dann muss ich das halt alleine machen. Ich bin sehr enttäuscht von dir. Das ist überhaupt keine positive Grundstimmung, die du hervorlebst. Tschüss. Herr Scha. Hört mir nur jemand? Kollegen. Braucht ihr Mino? Hallo? Mach den Afokaster aus. Im Fernsehen läuft der BR-Tatort Der Wüstensohn. Bartitsch stößt Nasir auf eine Couch und zückt seine Waffe. Grüß dich. Grüß dich, Vater. Wo ist denn Mama? Mit der Annegret beim Aquarobik. Markus flätzt auf der Couch. Kluftinger setzt sich neben ihn. Hat's dir gut? Ja, gut Geschäft. Danke. Das nehme ich mir vielleicht zu sehr zu Herzen. In Augsburg haben wir jetzt auch einen Anfall. Stimmt es eigentlich, dass euer Täter seine Opfer das Herz rausschneidet? Sie, das sind zwei, ja. Die erschlagen ihre Opfer und dann schneiden sie das Herz raus. Wer weiß denn das? Der Opa hat's erzählt. Der Opa? Der hat die wildesten Theorien kennst, ne? Dass der einen Stein erkannt hat, macht Sicherheit besser. Er stellt sein Bier ab. Nachdenklich klopft Markus gegen seine Flasche. So ein Mord, du hast voll selten. Hör mal die Flasche rum. Kluftinger gibt ihm seine Bierflasche. Da. Da gibt's meistens einen dominanten Part. Und der andere
muss dann unter dem Einfluss vor dem Ersten schaffen. Kapierst? Das ist eine gewisse Abhängigkeit. Und die sind dann meistens noch familiär miteinander verbunden. Und dann haben sie eine gemeinsame Prägung. Wie ist das? Das mit den Streichholzheften da, das ist interessant. Und wie sie den Tatort hinterlassen. Vater, die wollen der Welt was hinterlassen. Kapierst du das? Schon. Das ist doch der reinste Größenwahn, ist doch das. Wahrscheinlich sind die Täter einmal in der Vergangenheit sauber gepisst worden. Und jetzt? Er schließt die Hände zu Fäusten. Gibt es der Welt zurück. Ja. Zufrieden lehnt sich Markus zurück. Hättest du vor Vorlesung gehabt. Bin ja froh, dass das ganze Geld für dein Studium nicht umsonst ist. Naja, also das meiste gebe ich dann doch für Drogen aus. Kluftinger erschrickt und lächelt unsicher. Das Bild wird kurz schwarz. Am Tag. Kluftinger kommt einen Gang im Präsidium entlang, die Hand an die rechte Brustseite gelegt. Der Kommissar beobachtet, wie zwei Polizisten Fink und seine Frau nach draußen führen. Fink wirft Kluftinger einen bösen Blick zu. Hefele kommt. Wann gangen sie, die Finks? Die steigen in ein Taxi. Stand immer wieder da mit gar nichts. Sandy kommt. Sie ist schlank und trägt einen kurzen, geblümten Rock und Pumps. Wo bleibt eigentlich der Richie? Hat der sich krank meldet? Ich rufe mal an. Ich finde es mal ganz angenehm, ohne den Besserwissen. Er lächelt sie an. Ja, das sind die Fotos, auf die wir gewartet haben. Ach, das sind die von dem anderen. Von welchem anderen? Von dem anderen, von den Mofa-Burgen vom Hof. Gibt's ein Kennzeichen? Wo ist it? Mist. Das waren doch die Finks. Sieg's. Auf dem Transporter die Aufschrift Schützenhausfamilie Fink. Vor dem Wohnmobil steigen die Finks aus dem Taxi. Zwei Streifenwagen halten. Hefele steigt aus und deutet auf Fink. Der Kleine da! So, Chef. Sie kommen gleich wieder mit uns. Beamte führen Fink ab. Im Kommissariat zeigt Kluftinger aufs Foto. Die Karre haben wir schon lang verkauft. Scheiß Ölfresser. Verkauft? Aha. Und an wen? An die Zieglers. Die mit dem Karussell. Fink sieht den Kommissar direkt an. Fink hat einen dunkleren Teint und braune Augen unter buschigen Brauen. Prüfend fixiert Kluftinger den Mann. Dann erhebt er sich und sperrt die Tür des provisorischen Verhörraums auf. Sandy tippt Transit in ein Formular Kfz-Halterabfrage. Und? Jetzt lass ich doch einmal eingeben. Auf dem Monitor keine Übereinstimmung. Ziegler gibt sich mit einem dunkelgrünen Transporter. Fink? Auch nicht. Kluftinger presst verärgert die Lippen zusammen und geht. Geknickt schaut Sandy ihrem Chef nach. Jetzt reicht's mir auf den Namen Ziegler. Ist kein Wagen wie der dazugelassen. Fink am Tisch hat den Kopf in die Hand gestützt. Der heißt noch Burlitsch. Was? Wir sagen immer nur Ziegler, weil es halt auf dem Karussell gestanden hat. Überprüfer. Hefele zückt sein Handy. Herrschaftszeit, was wollt ihr von mir? Warum halten Sie mich fest? Ja, ich bin Sie. Den ganzen Scheiß hätten Sie mich am Telefon fragen können. Ich will heim. Ja, danke. Volltreffer. Ein dunkelgrüner Transporter zur Klasse auf Burlitz. Die Tochter von der Burlitz und ihr Bruder. Da schlagen wir auf. Hefele geht. Fink blickt Kluftinger finster an. Herr Fink, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Dafür, dass wir Sie festgehalten haben. Das war ein Irrtum. Entschuldigung. Aber Sie müssen uns jetzt helfen. Was wissen Sie über die Burlitz? Fink schüttelt den Kopf und lehnt sich vor. Schlimme Geschichte. Der Vater hat sich umgebracht, die Mutter ist am Herz gestorben. Der Karussellbetrieb Fontaine ist richtig gut gelaufen. Aber seit die Eltern tot sind, haben sie die Kinder total runtergekriegt. Die beiden wohnen jetzt vorübergehend in einer Halle am Flughafen. S.E.K.ler und Kluftinger vor einer Halle. Das hat der Bruder von der Jessica mir erzählt. Er arbeitet jetzt bei uns, seit das Karussell nicht mehr fährt. Die Waffen im Anschlag stürmen die vier SEK-Beamten die provisorische Behausung in der Halle. Seine Schwester habe ich aber in letzter Zeit nie mehr gesehen. Nie. Kluftinger sieht sich im Schlafraum um. Die sind komplett am Ende. Der Kommissar mustert Gegenstände. Ein Foto der Eltern. Die Eltern von beiden, die alten Bullets, hatten mal zwei Karussells. Andere Fotos. Eines war so ein historisches in Augsburg auf der Weihnachtsmarkt. Dort
Das war eine richtige Goldgrube. Bis zu dem Unfall. Da habt ihr richtig Pech gehabt. Da ist ein Kind verunglückt. Und die Versicherung wollte nicht zahlen. Zeitungsartikel. Der Defekt am Karussell sei durch unsachgemäße Lagerung entstanden. Und ein Ordner mit Prozessakten. Im Jahr davor mussten die ihren Lagerplatz in Leutkirch aufgeben, weil sich so ein Anwohner beschwert hat. Naja, aber die Burlitz, weil sie so geizig waren, haben die ihr Karussell irgendwo schwarz auf der Wiesen überwintert. Da passiert sowas eben. Auf dem Tisch bemerkt Kluftinger das Spielzeugkarussell. Wie gebannt starrt er darauf. Verschwommene, bunte Lichtkreise. Das Karussell dreht sich. Im Büro. Fotos der Mordopfer von Jessica Burlitz und vom Bärtigen aus der Schießbude. Darunter steht Roger Burlitz. Der Hüden hat der alten Burlitz eine miese Versicherung angedreht. Und der Steiner hat sie aus Sicht der Tochter falsch behandelt. Deshalb das Kordial in seinem Blut. Die rächen sich. Die sind in einem Wahn. Das ist ein Feldzug gegen alles Unrecht, was denen jemals widerfahren ist. Was hat der Taxifahrer damit zu tun? Und diese Frau Opulenski aus Augsburg? Die Frau Opulenski, die war doch auf dem Ordnungsamt zuständig für die Vergabe der Stellplätze auf dem Jahrmarkt in Augsburg. Vielleicht geben die Burlitzens eher irgendwie eine Mitschuld an dem Unfall, der sie ruiniert hat. Und wer ist das erste Streichholz? Was ist denn da die Verbindung? Es wäre gerade der Ritschi recht mit seiner Theorie. Wo ist denn der überhaupt? Ich habe es auf allen Kanälen probiert, aber selbst das Handy ist tot. Ich glaube, die Sache mit dem Kamelhaar, das hat ihn wirklich verletzt. Zählen die jetzt auf 1 runter oder auf 0? Doch, wurscht. Wir müssen uns beeilen. Solange wir die Burlitz nicht haben, ist da irgendjemand in Gefahr. Die Rache ist noch nicht vorbei. Der Fink hat da was von einem Anwohner gesagt, der die vom Winterstellplatz vertrieben hat. Florian Henske. Könnten's? Das habe ich doch schon längst. Also, dieser Stellplatz, der war in Leutkirch. Ich habe da auf dem Ordnungsamt schon angerufen, aber da geht keiner ans Telefon. Ich habe dir eine Mail geschrieben. Ich wollte Herrn Meier schon hinschicken, aber Frau den reiche ich nicht. Mal her. Ich glaub, sie folgt einem Mitarbeiter zu einem PC. Vielleicht waren wir zu hart zu ihm. Ich meine, der versucht doch immer das Beste. Das soll sich hinterhaben. Jetzt warte mal eine ganz kurze Sekunde. Also, der Anwohner, verdammt Scheiße, der Anwohner, der sich damals wegen diesem Stellplatz beschwert hat, das war... Scheiße, das war der Ritschi Meier. Bestürzt sehen sich Kluftinger und Hefele an. Das ist die Meldung von Kriminaloberkommissar Richard Meier. Sachdienliche Hinweise sind an. Hefele neben Kluftinger im Passat legt auf. Der Wagen hält vor einem Mehrfamilienhaus. Die Kommissare hasten zur Tür. Hefele drückt auf die Klingel und hält sich wieder das Handy ans Ohr. Opfer. Kluftinger klingelt. Jetzt mach auf. Herrschaft. Nix. Nix. Die beiden gehen um das zweistöckige Haus herum. Ritschi! Sie schauen zum Balkon im ersten Stock hoch. Ach, der Tisch. Die beiden tragen einen Gartentisch unter den Balkon. Dann schleppen sie eine Gartenbank zum Tisch und stellen sie darauf. Kluftinger steigt hoch. Schiss. Der kleine stämmige Hefele klettert zu ihm herauf. Das geht nicht. Kluftinger verschränkt die Finger. Komm, sag mal gleich. Hefele stellt einen Fuß rein. Hände hoch, was macht ihr da? Ein Bub mit Spielzeug keult. Wir sind von der Polizei. Wir müssen in die Wohnung von deinem Nachbarn. Wohnst du da, Cowboy? Ja, was geht dir das an? Kannst du uns nicht helfen? Gibt's da vielleicht einen Zweischlüssel? Lilly! Lilly! Ein älteres Mädchen. Wer will hier was? Die Polizei! Lilly blickt vom zweiten Stock herunter. Die. Ja. Da oben. Der Bub im Sheriff-Kostüm führt sie die Treppe hoch. Und das ist dem Herrn Meier wirklich recht, wenn ich sie hier reinlasse. Das wäre ihm sehr recht. Zeig mal nochmal den Dienstausweis her. Hefele durchsucht seine Taschen. Lilly macht eine Kaugummiblase. Kluftinger schaut perplex. Der Bub betrachtet Hefeles Dienstausweis. Die sind okay. Schlüssel. Lilly gibt Kluftinger den Schlüssel. Der sperrt die Wohnungstür auf. Die Kommissare treten ein und spähen aufmerksam umher. Unauffällig folgen ihnen Lilly und ihr Bruder in den Flur und sehen sich auch neugierig um. Die Kommissare kommen ins Wohnzimmer. So, dann gehen wir wieder heim. Wir brauchen aber noch den Schlüssel zurück. Ja, den bringen wir schon, wenn wir fertig sind. Ist ja keine Hausaufgabe. Nö, wir haben Ferien. Ja, na, ihr betalt was. Ja.
Okay. Ja, bis später. Ja. Und macht's dir zu. Die Kinder trollen sich. Verwundert betrachtet Kluftinger in Glasbehälter gezwängte Stofftiere. Hefele steht vor einer Wand voller Post-its. Sie sind nach Farben sortiert und zu Blöcken angeordnet. Wen schreibt denn der das alles auf? Kluftinger betrachtet das Hintergrundbild auf Ritschis PC. Naja, mit den Viechern hat das irgendwer. Darauf Trampeltiere. Die kommen da rein. Solche ganze Wand mit Arbeitsbeobachtungen. Heute eine emotionale Verbindung zum Chef hergestellt. Aha. Wie hat er denn das gemacht? Ist doch wurscht. Starten da noch. Er fühlt sich von mir gemobbt wegen des Sandy. Es ist schon gut, wenn sich Arbeit und Privates so vermischen, Roland. Ja, ist ja gut. Er nimmt ein Post-it. Dem Pepper, da hat das wieder von die Kamelhaare. Er will der Sache nachgangen. Na ja, aber wo? Der und seine Kamele. Trampeltiere, ja doch vielleicht. Ein Bild auf dem PC. Ja, vielleicht ist das hier direkt in Leitkirch. Trampeltiere vor einem Kinocenter. Du schaust nach, ob du noch was auf dem Computer findest. Da sind die Schlüssel. Kluftinger geht. Hefele klickt ein Video an. Darauf hüpfen ein verzückter Ritschi mit nacktem Oberkörper und einige Frauen ekstatisch herum. Alle werfen sich mit geschlossenen Augen übereinander auf eine Matte. Das Bild verschwindet. Auf dem Monitor spiegelt sich Hefeles verständnisloses Gesicht. Er schüttelt den Kopf. Kluftinger fährt durch eine Ortschaft. Aufmerksam sieht er sich um. Ein dicker Junge stellt sich mitten auf die Straße und hebt die Hand. Der Kommissar bremst. Hast du ein Verschwindung-Mops? Du platsch ja gleich! Hinter dem Jungen zieht eine dicke Frau ein Trimmrad auf einem Wagen über die Straße. Schau da! Der Kommissar blickt nach links. Auf einem flachen Gebäude steht Union Kino Center. Darunter auf zugeklebten Scheiben, hier entsteht ihr neuer Supermarkt Billy, Neueröffnung 15. Mai. Kluftinger parkt auf dem Gehweg davor und steigt aus. Er öffnet die Tür des Gebäudes und kommt zögernd herein. Erstaunt sieht er sich in dem Raum um. In einer Ecke stehen Schaufensterpuppen. Daneben achtlos gestapelte Kartons mit Stofftieren und ein Karussellpferd. Kluftinger kommt an einem alten Karussellwagen vorbei auf einen düsteren Gang. Er horcht auf und öffnet eine Tür. Kluftinger betritt den ehemaligen Kinosaal. Er geht an leeren Vitrinen und gestapelten Stühlen vorbei. Dazwischen stehen die zwei Trampeltiere, deren Bild auf Ritschis PC war. Ritschi. Ritschi. Kluftinger kommt näher. Ein Trampeltier hebt den Kopf und spuckt ihn an. Eine Gestalt liegt gefesselt mit einem Sack über dem Kopf im Stroh. Kluftinger hastet zu ihr. Er schreckt auf, rennt zu einem der Trampeltiere und versteckt sich hinter ihm. Roger Burlitz kommt herein, packt den Gefesselten von hinten und zieht ihn hoch. Mit vorgehaltener Waffe stürmt Kluftinger heran. Halt! Standerbleiber! Polizei weg! Von hinten schlägt ihn Jessica Burlitz nieder. Sie lässt eine Stange fallen. Ihr Bruder zerrt den Gefesselten in den Transporter. Es ist dunkel. Der Transporter fährt im Regen durch einen Wald. Im Laderaum liegt Kluftinger gefesselt und mit Klebeband über dem Mund auf dem Boden. Er öffnet die Augen und sieht sich um. Die Gestalt liegt neben ihm. Mühsam richtet sich Kluftinger etwas auf. Jessica steuert den Wagen. Roger hinkt neben ihr im Sitz und starrt nach vorne. Hinten zieht Kluftinger mit seinen gefesselten Händen der Gestalt den Sack vom Kopf. Es ist Ritchie. Ich hab dich doch gefragt, ob du Öl nachgefüllt hast. Nur ein Scheibenwischer bewegt sich. Auf der dunklen Landstraße kommen ihnen vereinzelt Autos entgegen. Sag mal, was machen wir mit dem zweiten? Ja, auch was sonst. Geschockt zieht Roger seine Schwester an. Hinter ihr hängt eine Skelettfigur. Aber rausschneiden tue ich es nur dem Arsch. Nein, beide. Aber du hast gesagt, nur noch einmal. Streichhölzer. Ja, dann zieh mal die Streichhölzer halt auf null runter. Du musst ja auch nicht
Ich könnte jetzt mal kotzen. Wieso es zum Kotzen ist? Jemandem das Herz schon versprochen ist, das dann wieder wegzunehmen und dann einem verfetteten Taxifahrer zu geben. Eine Anzeige zu schreiben, wie dieses Arschloch da hinten. So, wenn man 10 Zentimeter falsch steht. Das ist zum, was? Kotzen. Ja, das ist zum Kotzen. Kluftinger und Ritchie im Laderaum lauschen. Nur noch die beiden. Dann sind wir fertig. Apathisch sieht Roger vor sich hin. Versprochen. Jessica streicht Roger übers Knie. Sie ist klein und sehnig und hat schmale blaue Augen. Ihre strähnigen Haare sind zum Pferdeschwanz gebunden. Es blitzt gelb auf. Das Spielzeugkarussell dreht sich inmitten bunter Lichter. Kluftinger und Ritchie sehen sich ernst an. Ritchies Brillengläser sind gesprungen. Der Transporter erreicht den nächtlichen Jahrmarkt. Roger springt aus dem Wagen und öffnet ein Absperrgitter neben dem Fahrgeschäft Parkour. Jessica fährt am Gitter vorbei. Roger blickt sich kurz um und schließt es schnell wieder. Jessica stößt Kluftinger vor sich her unter das metallene Podium des Fahrgeschäfts. Sie drückt den Kommissar auf einen Plastikstuhl. Roger setzt Ritchie auf einen zweiten Stuhl. Roger klammert sich ängstlich an eine Strebe. Und jetzt? Aber erst mal Ruhe. Was ist das für eine scheiß Idee? Ich habe gedacht, du hast einen Plan. Wir können die beiden hier tot machen und irgendwo verstecken. Hier? Denk dir was Besseres aus. Ich hol schon mal das Gerät. Jessica geht. Roger schnappt sich einen Stuhl und setzt sich den Kommissaren gegenüber. Ritchie sitzt mit dem Gesicht zu Roger, Kluftinger mit dem Rücken. Kluftinger sucht Ritchies Blick. Aus einer Nebelmaschine am Boden dringt ein Dampfwölkchen. Kluftinger berührt die Maschine mit dem Fuß. Er sieht zu seinem Kollegen und deutet mit dem Kopf auf einen Haufen Stoffkühe neben Ritchie. Langsam dreht Ritchie den Kopf und blickt aus den Augenwinkeln zu den Kühen. Dann lugt er ängstlich zu ihrem Bewacher. Roger beobachtet die Kommissare misstrauisch. Fragend schaut Ritchie wieder zu Kluftinger. Der neigt den Kopf zur Seite. Ritchie nickt leicht. Er ruckelt mit seinem Stuhl hin und her und lässt sich zur Seite kippen, direkt auf die Stoffkühe. Kluftinger tritt gegen die Nebelmaschine. Weißer Dampf strömt aus. Mit auf dem Rücken gefesselten Händen rennt Kluftinger los. Roger stolpert hinter ihm her. Vornüber gebeugt läuft Kluftinger an einem Kassenhäuschen vorbei. Roger ist ihm dicht auf den Fersen. Der Kommissar schlüpft durch eine Absperrung und versteckt sich hinter einem Holzwagen. Roger leuchtet mit einer Taschenlampe herum. Kluftinger verzieht das Gesicht. Es blitzt gelb auf. Mit einem langen Messer springt Jessica über eine Strebe in den Raum unter dem Parkour. Wütend tritt sie Ritchie. Roger nähert sich dem Holzwagen. Kluftinger flüchtet in die Geisterbahn. Ein älterer Mann mit Käppi geht über das Podium des Parkour und leuchtet suchend auf den Metallboden. Hallo. Ist da jemand? Hallo. Unter ihm zerrt Jessica Ritchie mit dem Stuhl hoch. Sie hält ihm eine Pistole in den Nacken und schiebt ihn unsanft vor sich her. Roger schnappt sich eine Eisenstange und hastet in die Geisterbahn. Suchend tapst er durch den düsteren Raum. Er kommt an einem grinsenden Totenschädel mit schwarzer Kapuze vorbei. Kluftinger schlüpft in einen senkrecht stehenden Sarg zu einem Monster mit dickem, blutverschmiertem Gesicht. Vorsichtig zieht der Kommissar den Deckel zu. In seinem Rücken ertastet Kluftinger eine scharfkantige Sichel. Roger stapft weiter durch die Geisterbahn. Der Kommissar reibt das Klebeband seiner Fesseln an der Sichel. Roger duckt sich unter haarigen Spinnenattrappen. Kluftinger im Sarg reibt weiter seine Fesseln an der Sichel. Roger fährt herum. Der Mann mit Käppi nähert sich dem Raum unterm Podium. Jessica treibt Ritchie an. Roger kommt mit der Eisenstange auf den Sarg zu und reißt den Deckel auf. Drinnen steht nur das Monster.
Seitlich von Roger wackelt ein Knollennasenungeheuer. Roger späht umher. Hinter ihm schleicht Kluftinger mit der Monstermaske aus dem Sarg. Jessica kommt von unten aufs Podium des Parcours. Sie klettert über eine Absperrung und hieft den gefesselten Richie darüber. Sie will ihn mit sich ziehen, Richie wehrt sich. Lauf weiter, du Arsch! Sie richtet die Pistole auf ihn. Angstvoll starrt er sie an. Jessicas Hände mit der Pistole beginnen zu zittern. Verzweifelt reißt sie die Augen auf. Richie rennt los, Jessica ihm nach. Kluftinger mit der Monstermaske legt einen Hebel um. Draußen gehen bunte Lichter an der Geisterbahn an. Richie und Jessica bleiben davor stehen. Was ist denn hier los? Mehrere Schausteller, unter ihnen Frau Fink, richten Gewehre auf sie. In der Geisterbahn lugt Kluftinger hinter einem muskulösen Koloss hervor. Roger kommt auf ihn zu. Schnell springt Kluftinger vorne auf eine fahrende Gondel. Verdutzt zieht Roger ihm nach. Vor der Uhr mit den Skeletten springt Kluftinger von der Gondel. Er zieht sich die Maske vom Gesicht. Roger nähert sich und hebt die Eisenstange. Das Riesenpendel schlägt Roger K.O. Vor der Geisterbahn zieht ein Mann Richie das Klebeband vom Mund. Eine der vergitterten Gondeln hält. Darin sitzt Roger mit erschöpftem Gesicht. Die füllige Frau Fink hält Jessica fest. Kluftinger stolpert aus der Geisterbahn. Richie! Chef! Richie! Der umarmt ihn stürmisch. Au! Au! Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich auch. Du, ich hab das so spät erst verstanden. Täterpsychologie. Du was? Jessica ist zwar die Dominante, aber sie braucht den Bruder. Sie kann es nicht. Sie kann nicht töten. Aber der Bruder, der kann's. So funktioniert die. Ich bin so froh, dass du da bist, Chef. Ich ist gut, Richie. Kluftinger stützt sich auf einen Totenschädel und wippt auf einem Bein. Es ist gut. Die beiden Männer lächeln. Das Bild wird schwarz. Im Patientengarten der Klinik sitzt Erika in der Laube. Kluftinger kommt mit Unterlagen. Und? Alles gut, den Schuss. Er küsst sie. Und deine Schmerzen? Eingeklemmter Wirbel. Der Richie hat mir eingerenkt. Der Langhammer erzählt an Schmarrer, meine Pumpe sei im Arsch. Wieso deine? Das ist doch seine. Was? Er muss die Heizungsanlage in seinem Haus austauschen lassen. Das ist alles komplett Schrott. Ab nochmal schon ein bisschen. Das kann schon sein, aber jetzt will ich keinen Spatzer. Echte Allgäuer Schonkost. Komm. Er nimmt seine Frau an der Hand. Die beiden gehen davon. Die Yogastunde fällt halt leider aus. Das war Herzblut, ein Kluftinger-Krimi aus dem Jahr 2016. Regie Lars Montag. Eine Hörfilmproduktion des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit der Digito. Text Marion Hollerung, Ari Moog und Sabine Ziem. Redaktion Bernd Benecke und Elmar Dosch. Tonmischung Robin Ault, Sprecher Friedrich Schloffer. Es spielten Herbert Knaub als Kluftinger, Jockel Tschirsch als Hefele, Johannes Allmeier als Richie und viele andere.